Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für diese dritte Woche, Monat August, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Jungfrau. Hinter dem Deck haben wir 9 der Münze, ne? Eine sehr positive Energie, viel Reichhaltigkeit in dieser Karte zu spüren, Jungfrau, ja? Also wir haben hier eine Person, die sich vollkommen fühlt. Also man hat alles hier finanziell gesehen. Es gibt hier viel Stabilität, eine sehr hübsche Energie. Eine Person, die ledig ist auch, ja? Eine Person, wie gesagt, die eigentlich niemand braucht und sich wohlfühlt. Es ist eine positive Energie, Jungfrau, bei dir. Immerhin eine 9 der Münzen. Du siehst eine Person, sieht man hier in dieser Karte. Interessant. Also König der Schwerter, 4 der Stäbe. Irgendwie Luftelement bei dir zu sehen. Zwilling, Wassermann, Waage auch, ja. Eine interessante Energie hier. Ich habe Schwerter, Stäbe, Münzen. Sehr balanciert diese Energie, was ich hier habe. Es gibt hier viel Balance, auch in einen Kompromiss mit einer Person. Es gibt hier eine positive Energie hier. In manchen Fällen rede ich hier sogar über Kompromisse, Jungfrau. Eine interessante Energie. Augenblick, schauen wir mal. 10 der Münzen. Schau mal hier. 9 der Münzen, 10 der Münzen. Und schau mal, welche Karten für dich gekommen sind. König der Münzen, die Karte die Sonne, 2 der Stäbe. Eine ermächtigte Energie bei dir, Jungfrau. Für diese dritte Woche August haben wir eine extreme positive Energie. Was ich mit viel Reichhaltigkeit bezeichnen würden. Also wir reden hier über wirklich viel Geld, viel Stabilität. Finanziell gesehen, es gibt hier viel Stabilität. Wir reden natürlich auch über Familie irgendwie. Du siehst ja 10 der Münzen, der König der Münzen. Es gibt hier, man sieht Familie hier. Stier, Steinbock, Jungfrau, bei dir sehr präsent. Sehr sogar. Diese Erde-Element. Ja? Sternzeichen Löwe natürlich auch. Ich sehe hier ein Gefühl von Nachdenken. Eine Person denkt nach. Eine Person denkt nach. Zweite Stäbe. Nummer 2. Du siehst ja. Eine Person, die am Nachdenken ist. Vielleicht sogar eine Entscheidung treffen möchte. Eine Person, die vielleicht am Nachdenken ist. Soll ich im Urlaub gehen? Soll ich Urlaub machen und eine Person besuchen? Soll ich tatsächlich, weil ich spüre hier eine geografische Distanz vielleicht zu jemand, Jungfrau, muss nicht sein, aber diese Distanz spürt man hier zu einer wichtigen Person für dich. Und irgendwie, man denkt hier tatsächlich nach, soll ich Urlaub machen oder wann soll ich Urlaub machen? Man möchte hier Pläne machen, Termine machen. Ja, man ist am Termine tatsächlich machen. Ich sehe hier Urlaub, Freude, ich sehe hier Partys, Sommer, ich sehe hier Strand und glücklich sein. Ich meine, deine Energie ist sowas wie positiv. Deine Energie ist sehr positiv, sehr sommerlich, sehr, ja, von wegen Urlaub machen und sich wohlfühlen, irgendwie viel draußen zu sein, feiern. Ich sehe auch einen ernsten Kompromiss zu einer Person. In manchen Fällen rede ich über eine neue Situation in deinem Leben, eine neue Person. Es könnte so einen Altersunterschied geben. Ja, aber wie gesagt, Kinder sehe ich auch und Familie irgendwie.
sehr interessante Energie bei dir, Jungfrau. Wow, was für eine Energie gibt's nicht? Also ich muss dir sagen, es sind viele Menschen, ne? Also ich sehe hier bei dir viele Menschen. Und ja, dieses Gefühl von jetzt bin ich dran, jetzt nehme ich mir meine Zeit zum Ausruhen, jetzt bin ich tatsächlich dran, ja. Also bis jetzt habe ich mich um allen gekümmert und jetzt nehme ich mir meine Zeit zum Ausruhen, zum Erholen, Entspannen, vielleicht nochmals Urlaub machen. Und ich arbeite gerade nicht, ich nehme mir meine Zeit, mein Urlaub und so weiter. Also es gibt hier schon ein Gefühl von Ausruhen. Ich ruhe mich aus, ja. Und tatsächlich von der Arbeit, ja. Also tatsächlich, ich ruhe mich aus. Ich mache eine Auszeit. Ich mache Urlaub. Ich möchte Urlaub machen. Ich möchte tatsächlich Urlaub machen. Und natürlich Energie tanken. Klar, Energie tanken für die nächste Saison, wo wir dann natürlich wieder dran müssen, wieder an diese schwere Arbeit. Ich spüre hier dieses Gefühl bei manchen, ja, dieses Gefühl von, jetzt mache ich einfach eine Auszeit und tue ich für mich halt meine Zeit für mich. Also die Karte der Stern, die Karte die Sonne, ich meine, das ist stark, was ich bei dir habe, Jungfrau, ist stark, tatsächlich nicht von dieser Welt. Also Wassermann, Löwe, Fische, Schütze, Krebs, es kann Skorpion natürlich sein, Sternzeichen Fische ist bei dir sehr präsent, Sternzeichen Fische, wie du siehst, aber Wassermann nämlich auch, sehr sogar. Waage, Zwilling. Jungfrau, ich habe viele Menschen auf dem Tisch. Ich meine, was soll ich dir sagen? Ich habe zwei der Münzen, zwei der Stäbe. Es gibt hier eine neue Situation, Jungfrau. Die Karte der Stern deutet auf Hoffnung. Hoffnung und auf jeden Fall einen Loslassen. Heilung. Es gibt hier eine Heilung. Eine Heilung gibt es hier auf jeden Fall. Ich habe eine extreme ermächtigte Energie auf den Tisch für dich, für diese dritte Woche. Was ich aber denke ist, es bleibt nicht einfach für diese dritte Woche. Mein Gefühl ist, dass wir hier eine Situation haben, die viel mehr Zeit nehmen wird. Also ich rede über Zeit, ich rede über Schicksal, ich rede über Hoffnung, ich rede über Wünsche, die in Erfüllung gehen. Wünsche, die in Erfüllung gehen, natürlich. Dass diese Wünsche Zeit nehmen, das wissen wir ja auch, weil eine Schwangerschaft dauert auch 9 Monate. Eine Heilung Minimum 2 Jahre, Minimum. Also von da aus, dass Wünsche Zeit nehmen, das wissen wir. Und dass alles in der richtigen Zeit kommt, das wissen wir auch. Ja? Aber deine Energie, Jungfrau, die Energie, die ich auf den Tisch habe für dich, für diese dritte Woche, ist von wirklich weit, also die beste Energie, die ich bis jetzt für diese Woche, für alle Sternzeichen jetzt habe, ist die beste Energie. Die beste. Das ist ermächtigt hier. Schau mal bitte hier. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Aber es gibt hier einen Loslassen. Loslassen. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich möchte von der Vergangenheit nichts zu tun haben. Schau mal jetzt hier, weil es ist einfach stark interessant, was wir hier haben, Jungfrau. Ich verliere die Stimme in deiner Legung gerade, weil ich finde sowas für ermächtigt, was wir hier haben. Also, Jungfrau, in der Mitte haben wir die Hohepriesterin, einen großen Arkana, eine spirituelle Energie. Diese Person, die wir hier haben bei dir, ist eine sehr spirituelle Energie tatsächlich. Sehr viel Weisheit und sehr viel Intuition in dieser Karte. Es ist eine Person, die vielleicht mehr privat ist und mehr für sich ist.
Oder eine Person, die nicht viel kommuniziert oder viel von sich erzählt. Immerhin haben wir hier eine Nonne fast, ja, also tatsächlich, also es gibt hier eine Energie, die sehr, nochmals, ich wiederhole mich, sehr spirituell ist. Ja, und irgendwie eine sehr viel Weisheit, sehr viel Erfahrung. Und das ist alles hier in der Mitte von deiner Legung. Es gibt welche Geheimnisse hier auch, Jungfrau, ja? Also ich habe hier schon mit Geheimnissen zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Aber Jungfrau, was ich hier habe, ist nicht von dieser Welt. Es kann möglich sein, dass du entweder eine Großmutter oder eine Mutter, es kommt darauf an, wie deine Situation ist, die nicht mehr in diesem Leben ist. Ja, du hast hier eine Führung. Es gibt hier eine göttliche Führung. Ins Licht. Ja, es gibt hier eine extreme Situation von etwas kommt ans Licht, etwas erfährt man hier, es kommt eine Situation, die vielleicht im Geheimnis geblieben ist, Jungfrau, etwas, was sehr, sehr im Geheimnis geblieben war, es kommt ans Licht. Ich denke, du hast ja auch gar keine Kommunikation mit einer bestimmten Person. Ja, also man merkt hier, die Kommunikation ist begrenzt, weil die Hohepriesterin ist nicht unbedingt eine, die viel am Reden ist. Ja, also die Hohepriesterin ist sehr privat für sich. Es gibt schon eine Situation hier, die wir mit Zeit zu tun haben, mit viel Geduld, sagen wir mal jetzt so, es hat hier wirklich mit viel Geduld zu tun. Ich rede über einen Engel, Jungfrau. Es gibt eine Person oder eine Energie, die von deiner Familie oder wie auch immer, von einem Verstorbenen von dir, die eigentlich, es gibt hier eine göttliche Führung, eine Energie, die dich führt. Ein Engel, die bei dir ist. Es kann eine Großmutter sein oder eine Mutter, eine ältere Person. Das ist ermächtigt, was ich hier habe, Jungfrau, und die Energie zeigt sich nie umsonst. Es gibt nie ein Zufälle, existieren nicht. Es gibt eine Synchronisierung und wir haben hier eine ermächtigte Energie bei dir. Übrigens, eine sehr positive Energie. Extreme positive Energie. Ja? Also ich kann es dir nicht anders sagen. Ich sehe hier eine göttliche Führung. Es ist eine Führung sicher. Es gibt hier eine Führung sicher. Es gibt hier eine extreme, starke Anziehung auch zu einer Person. Das sehe ich nämlich auch. Aber es gibt schon eine neue Situation bei dir, Jungfrau. Die Sonne ist ja da. In Bezug Arbeit, das ist einfach ermächtigt. Wir reden hier über viel Reichhaltigkeit. Finanziell gesehen, das ist hier einfach eine extreme Verbesserung deiner Situation. Ich rede über Gesundheit, über Heilung. Nochmal, Sternzeichen Löwe, Fische, Schütze. Aber schau mal bitte hier. Du merkst ja, ich bin sprachlos mit deiner Energie, oder? Also, König der Kelche, die Mäßigkeit und sieben der Kelche. Du siehst ja hier Wünsche. Wünsche, die man hat. Wünsche, die in Erfüllung gehen. Ich rede über Wünsche, die in Erfüllung gehen. König der Kelche, also Wasserelement, du siehst, ich habe hier einen König der Kelche. Und ja, Sternzeichen Fische ist bei dir sehr präsent sogar. In dieser Situation hat man bis jetzt viel Geduld gehabt. Also man hat sich hier viel Zeit genommen. Ich denke nochmals, diese Person kennst du schon eigentlich, aber
Es gab hier gar keine Kommunikation. Wir reden über eine Situation, die viel mit der Zeit verbunden ist, weil alles in der richtigen Moment kommt. Du weißt, wie das ist. Alles kommt ja in der richtigen Moment. Jungfrau, ich habe nämlich ein König der Kelche und ein König der Münzen. Ich habe hier zwei, nee, sogar drei. Also ich habe hier Wasser, Erde und Luftelement. Ich habe bei dir mehrere Optionen. Tatsächlich sehe ich hier Optionen. Ja, also das ist einfach so. Also Optionen sind da. Wenn du mir jetzt sagst, ja, aber das hat mehr mit Arbeit zu tun, dann ist auch, für manche hat das auch mehr mit Arbeit zu tun. Mehrere Arbeitgeber oder mehrere Arbeitsstellen, wo man sich bewirbt oder man irgendwie, ja, also diese Optionen zeigt sich ja in der Liebe, aber auch in der Arbeit. Ja, aber du siehst ja, ich habe mehrere Könige auf den Tischen und so viele Karten habe ich auch nicht da. Aber ich habe mehrere Energien hier. Ja, und dann habe ich natürlich eine Königin der Schwerter. Und eine hohe Priesterin. Es gibt schon hier vielleicht gewisse Geheimnisse. Wie gesagt, diese Geheimnisse sieht man schon hier. Ja, denn für manche sehe ich natürlich Familie und Kinder. Aber eine hohe Priesterin ist hier. Ich rede nicht über eine Dreierbeziehung, ne? Achtung hier. Ich rede halt nur, dass ich mehrere Personen sehe. Dass einen bestimmten Geheimnis gibt, den nur du weißt. Du weißt, was das ist für dich. Sehr wahrscheinlich sprichst du darüber mit niemandem. Ist eine Sache, an wo du am Nachdenken bist und an, ja. Aber es gibt schon hier eine familiäre Situation, ist hier zu sehen, eine familiäre Angelegenheit. Und mehrere Personen. Es wird hier schon eine Entscheidung getroffen, ja, sicher. Jungfrau. Also die Königin der Schwerter. Ich meine, es gibt hier eine Person, die eine Entscheidung treffen wird. Ja. Man wird hier schon eine Entscheidung treffen. Die Klarheit ist da. Man hat schon einen klaren Kopf, man weiß ganz genau, was man möchte, man weiß, wo, ja, wo ich glücklich bin, wo mein Glück ist. Und ich glaube, einen klaren Kopf hat man schon. Die Optionen sind halt da, das ist wahr. Aber einen klaren Kopf hat man schon. Und man wird schon eine wichtige Entscheidung treffen. Man trifft hier eine Entscheidung, ja? Denn Jungfrau, irgendetwas weißt du ja, eine Situation macht dich ja glücklich, ich spüre hier ein Gefühl von, ich bin glücklich, ich fühle mich wohl, aber darüber will ich ja mit niemandem reden, das bleibt für mich und es gibt hier ein Gefühl von für sich zu bleiben. Ja, das Gefühl bekomme ich hier und man möchte tatsächlich sicher sein, welche Entscheidung man hier trifft. Ich habe hier eine starke Seelenverbindung zwischen zwei Personen, ja. Es gibt hier eine wichtige Seelenverbindung. Ja, Entschuldigung, meine Pause. Deine Energie ist einfach interessant. Überhaupt diese Hohepriesterin in der Mitte für dich ist ziemlich interessant, ja. Weil irgendwie diese Energie ist schon interessant. Ist nicht irgendeine Karte, ist die hohe Priesterin. Wir reden schon über eine sehr spirituelle Energie. Und über Spiritualität wird hier schon gesprochen, ne? Also, es gibt hier eine Führung, ja? Jungfrau, es gibt schon eine Führung. Und schau mal, siebente Kelche, die Hohepriesterin, der König der Münzen. Der König der Münzen hat ein Geheimnis, ja? Und das hat halt mit einer Person zu tun.
Jemand hat hier Optionen, jemand hat hier gewisse Geheimnisse oder wie auch immer. Es kommt darauf an, wie du resonierst hier oder ob das sich spiegelt. Aber dieses Geheimnis ist da. Diese familiäre Angelegenheit ist auch da und eine Person hat hier mehrere Optionen. Aber die Sache ist, dass die Mäßigkeit, also wir haben hier eine Führung. Ja, also du wirst diese Klarheit haben, Jungfrau, du wirst hier Klarheit haben. Ja. Das auf jeden Fall. Du bekommst Licht in eine bestimmte, vielleicht dubiose Situation. Du bekommst Licht. Du bekommst Klarheit hier. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, tatsächlich, egal in welcher Richtung in deinem Leben, du wirst die Klarheit dafür haben, du wirst die Information haben, das meine ich jetzt, ja? Du wirst die genaue, die wichtige, die richtige Information haben, hier eine Entscheidung zu treffen. Ja. Die Energie zeigt sich deutlich in Wirklichkeit. Trotz die hohe Priesterin zeigt sich schon hier. Klar, mit Klarheit. Also du wirst schon die wichtige Information bekommen, um hier eine Entscheidung zu treffen, tatsächlich. Ja, du wirst schon einen klaren Kopf haben. Du nimmst ja natürlich Zeit. Ich sehe schon hier eine Person, die sich Zeit nimmt, ja, um eine Entscheidung zu treffen. Aber ich finde, genau, alles muss ja in der richtigen Zeit kommen. Also die Karten empfehlen dir auch, dich nicht zu eilen. Also ja, eile dich nicht, überlege richtig, was du machen möchtest, weil alles kommt in eine richtige Zeit, ja. Es gibt eine sehr, sehr interessante Situation hier. Ja. Jungfrau, eine sehr interessante Situation. Auf jeden Fall diese Wünsche, die in Erfüllung kommen, sieht man schon hier. Also Jungfrau, das ist, was ich für dich hier sehen kann, ja. Ich meine, du siehst ja, ich bin am Denken, am Nachdenken, weil ich überlege halt gerade noch, was ich dir so alles noch sagen kann. Aber es gibt hier schon eine ermächtigte Energie, was mit auch mit viel Reichhaltigkeit zu tun hat. Aber ich denke nochmals, Urlaub sieht man hier, ja, und man feiert. Das ist eine angenehme Situation, was wir hier haben. Und eine wichtige Entscheidung, das kann ich ja wirklich auch nur so sagen, eine sehr wichtige Entscheidung, aber das sieht positiv aus. Ich sehe hier keine Negativität oder negative Sache, das sehe ich nicht. Ja, es gibt nichts Negatives hier, es ist alles nur positiv, ja. Aber nochmals, ja, diese bestimmte Entscheidung ist hier schon zu spüren, tatsächlich. Es gibt hier Kommunikation, ja. Ich habe nämlich der König und die Königin der Schwerter. Also Wassermann, Waage, Zwilling, bei dir präsent. Ich habe hier dieses Paar ist schon, ich rede schon über eine starke Seelenverbindung, ja. Eine starke Seelenverbindung hier zwischen zwei Personen sieht man schon hier. Ich habe es dir ja gesagt, wir haben hier mit einer göttlichen Führung. Und das ist so. Das ist so. Und du wirst dafür die Klarheit bekommen. Du wirst die Klarheit bekommen. Ja. Genau, eine Entscheidung wird hier tatsächlich getroffen, ja. Weil Optionen sind ja da, wie du gesehen hast, ja, Jungfrau. Also Optionen sind ja da. Für jemand gibt es hier tatsächlich Optionen, aber eine Person ist am Nachdenken. Jungfrau, jemand ist hier sehr stark am Nachdenken, am Überlegen. Eine Distanz, geografische Distanz ist hier, deswegen vielleicht gar keine Kommunikation sogar. Ja, Sternzeichen Fische nochmal sehr präsent bei dir. Man denkt nach, man überlegt, man möchte irgendwie hier eine Entscheidung treffen und
Tatsächlich ist sehr interessant, was wir hier haben, Jungfrau. Ich bin hier in der, also wir reden hier über eine Unendlichkeit. Möglicherweise diese Situation ist schon sehr, also ihr kennt euch oder zwei Personen kennen sich hier seit einer Kindheit oder schon sehr lang, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja die Mäßigkeit und zwei der Münzen. Ich spüre hier eine Unendlichkeit. Ist einfach nur interessant. Und eine Situation ist sehr interessant hier. Spürt sich trotzdem neu, also spürt sich trotzdem neu, aber diese Person kennst du ja. Diese Person kennst du natürlich. Aber wenn du an diese Person denkst, schau mal, was wir hier haben. Wenn du an diese Person denkst, für dich öffnet sich alles. Also, und genau das auch. Es werden sich für dich neue Türen eröffnen. Also es öffnen sich für dich neue Türen, Jungfrau. Egal ob Arbeit oder eine Person, es gibt hier eine wunderschöne Situation. Ich kann nicht die passenden Worte suchen, aber was ich hier sehe, ist es schon wunderschön. Wenn du an eine Person denkst, fühlst du dich glücklich und es irgendwie ist das, ja, und ja, neue Türen eröffnen sich tatsächlich, ja, Jungfrau, neue Türen eröffnen sich. Und die Kommunikation sehr wahrscheinlich war bis jetzt nicht da, mag sein, es wird sich ändern, mag auch sein, aber es gibt hier ein starkes Gefühl, ein sehr spirituelles Gefühl habe ich hier. Sehr spirituell. Und eine geografische Distanz tatsächlich. Jungfrau, ich kann dir nur sagen, also die Energie für diese dritte Woche August für dich ist einfach ermächtigt. Ist ermächtigt. Ist ermächtigt, du wirst Situationen erfahren, es wird sehr wahrscheinlich Kommunikation hier kommen. Man möchte hier auch eine Entscheidung treffen tatsächlich. Und in Bezug Arbeit, wie gesagt, ist einfach neue Türen eröffnen sich für dich. Und sehr positiv tatsächlich. Ja, sehr positiv. Jungfrau, so positiv, dass ich die Legung nicht mal aufhören möchte. Aber das Gefühl hier ist einfach, spricht für eine göttliche Führung. Ist eine Führung hier. Ist einfach eine Führung. Und das hat viel mit Zeit zu tun. Es ist wirklich sehr lang in der Zeit jetzt gegangen, diese Situation. Sogar wo gar keine Kommunikation da war. Eine Person mag hier Kinder auch zu haben. Also ich sehe Kinder, in Familie sogar. Eine Person hat hier tatsächlich diese Situation, ja. Eine Kommunikation. Wow. Jungfrau, ich bin auch selbst genauso neugierig wie du, aber diese Situation zeigt sich hier. Ich kann dir nur einfach sagen, dass die Energie für dich sehr interessant ist, sehr spirituell sich fühlt, ja, viel Weisheit hier zu spüren. Und tatsächlich eine Führung. Es gibt hier eine Führung. Ich bin gespannt, wie die Legung für den Monat September, die ich diese Woche für Jungfrau machen werde. Ich bin sehr gespannt, wie die Legung, die Energie sich für September zeigt. Weil wenn wir das hier jetzt haben, tja, also kann ich mir schon richtig vorstellen. Ich meine, man merkt hier Geduld. Das Wort Geduld ist hier schon sehr stark zu spüren. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt hier.
Es hat sich sehr gelohnt. Ich habe hier mit einer Seelenverbindung zwischen zwei Personen. Es gibt hier Seelenverbindung. Es gibt hier einen Kompromiss sogar. Es gibt hier einen Kompromiss bald. Jungfrau, sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Du merkst ja, ich bin einfach sprachlos. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich bin wahnsinnig gespannt. Du wirst mir vielleicht wissen lassen, was das für dich alles heißen könnte. Weil diese gewissen Geheimnisse sind ja da. Ja, aber trotzdem für dich die Energie, für dich persönlich, die Energie zeigt sich einfach mächtig. Ja. Du wirst schon wissen, was das hier für dich heißt. Auf jeden Fall, hier gibt es eine wichtige Entscheidung zu treffen, Jungfrau. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Und wir sehen uns diese Woche noch, Jungfrau. Dankeschön. Tschüss.